Warnung an alle Menschen, die nicht über Blutregelblutungen oder allgemeine Geschlechtsteile sprechen können oder nichts davon hören wollen, sollten sich das Video nicht anschauen. Hallo meine schönen Menschen, heute geht es um das. Dieses kleine Teil hier ist eine Menstruationstasse. Das verwende ich und viele andere Frauen, während sie ihre Menstruation haben. Menstruationstassen werden meistens aus medizinischem Silikon oder einem thermischen Elastomer hergestellt, wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe. Das bedeutet, man braucht keine Bedenken haben, wenn man sich das in seinen Körper hineinschiebt, da es für den Körper quasi unproblematisch ist. Das meinte ich. Das ist, wie ihr sehen könnt, eine Tasse. Ihr müsst euch vorstellen, dass wenn das eure Gebärmutter ist, sagen wir jetzt mal so grob, wird die Tasse hier unten an den Muttermund herangeführt bzw. hineingeschoben in die Scheide und fängt das Blut auf. Somit wird das Blut von der Regelblutung in dieser Tasse gesammelt und man kann es dann ganz herkömmlich wie bei OBs hinausziehen und ausleeren. Dann kommt das Blut raus. Im Grunde ist es ein sehr weicher Silikon. Das heißt, man kann ihn formen und deshalb kann man ihn zum Beispiel auch recht klein machen. Ups. Somit, wenn man ihn ganz klein macht, kann man ihn wie ein normales OB in sich hineinschieben. Das ploppt gerade innen auf. Und man kann quasi mit den Fingern dann noch helfen, dass es um den Muttermund kommt. Also dieser Kreis soll quasi um den Muttermund kommen. Für diejenigen, die sich das vielleicht nicht vorstellen können, der Muttermund fühlt sich circa so an wie das hier. Also es ist quasi eine kleine Wölbung in deiner Scheide und darüber kannst du das dann stülpen. Somit ist die Muttermundöffnung genau da drinnen und so wird das Blut gesammelt, weil aus der Muttermundöffnung kommt das Regelblut. Wechseln muss man die Menstruationstasse eigentlich meistens nicht so oft wie ein OB, da sie mehr Blut fassen kann als ein OB. Es hängt von der Regelstärke ab, wie oft du es wechseln musst. Beim Wechseln hat man hier diese Schlaufe, und an dem kann man es dann quasi rausziehen. Das heißt, man greift wie beim OB in die Scheide hinein, oder beim OB gibt es halt den Faden. Da müsste man ein bisschen reingreifen und kann es hier rausziehen. An sich leert man dann das Blut ins Klo oder in ein Waschbecken, wenn das in der Nähe ist, wäscht es dann einmal kurz aus und kann es dann eigentlich gleich wieder verwenden. Bei öffentlichen Toiletten ist das natürlich nicht ganz so toll. Ich habe einen Tipp von einer Freundin bekommen, eine Wasserflasche mitzunehmen, wenn man auf einer öffentlichen Toilette das wechseln muss. Oder an sich ist es immer praktisch, bevor man außer Haus geht, es gleich mal zu wechseln. Dann kann man es eigentlich recht lang drin belassen, bis zu dem nächsten Zeitpunkt, wo man es wieder rausnehmen muss. Diese Tasse gibt es auch in verschiedenen Größen. Auf den Verpackungen steht dann meistens auch drauf, für wen welche Größe empfohlen wird, weil das auch davon abhängig ist, ob man schon Kinder hat oder nicht. In dem Fall habe ich noch keine, zumindest keine, von denen ich weiß. Lustig. Es gibt auch so eine Verpackung dazu, sogar mit einer kleinen Verschönerung, dass man es in der Tasche haben kann, ohne dass gleich jeder sieht, was es ist. Das finde ich recht cool. Ich verwende mittlerweile schon seit einer sehr langen Zeit Menstruationstassen, weil ich Binden eigentlich sowieso nie wirklich verwendet habe und eher OBs verwendet habe, von denen aber etwas wegkommen will bzw. weggekommen bin, weil sie unter anderem sehr chemisch bearbeitet werden, manchmal ist auch Parfum dabei, bzw. sind es auch Kunststofffasern und in irgendeiner Hinsicht ist es auch Müll, und zwar ziemlich viel Müll, wenn man das alleine auf mich und meine Periode aufrechnet. Von dem her finde ich diese Variante besser, da du immer dasselbe Menstruationstässchen verwendest und das sehr lange eigentlich behalten kannst. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange, aber ich werde es sicher noch herausfinden. Es gibt mittlerweile schon sehr viele Variationen. Wie ich das erste Mal gekauft habe, gab es eine beim DM. Mittlerweile gibt es mehrere Anbieter, die das verkaufen. Also ich schätze irgendwas zwischen 15 und 25 Euro. Das Gute ist, dass man die bei weitem länger verwenden kann als OBs, weil OBs nur einmal verwendbar. Insgesamt ist es natürlich dann auch viel, viel billiger als OB. Also auch was Gutes für die Geldbörse. Wem ich so eine Menstruationstasse empfehlen kann, sind auf jeden Fall Menschen, die kein Problem haben, mit ihrem Regelblut sich auseinanderzusetzen, weil natürlich siehst du es, manchmal riechst du es und du musst diese Tasse halt auch anfassen, wenn sie in dir drinnen war. Das heißt, sie wird nicht genauso sauber sein, wie sie jetzt ist. Von dem her würde ich das empfehlen, dass euch das bewusst ist. An sich sollte Menstruationsblut überhaupt nichts Ekliges sein. Es ist was komplett Natürliches. Wir sollten uns damit auseinandersetzen. Schließlich kommt es aus uns raus. Von dem her finde ich,
dass man als Frau auf jeden Fall sich einmal damit auseinandersetzen soll. Aber ich empfehle es natürlich nicht jedem. Man kann es verwenden, man muss es nicht verwenden. Bei mir am Anfang der Tage muss ich es alle 3 Stunden wechseln und am Ende fast nur noch einmal pro Tag, was für mich ein sehr Vorteil ist, weil das ist um einiges weniger, als ich OBs wechseln muss und das ist angenehmer. Man kann damit schwimmen gehen. Ich finde, der Tragekomfort ist sehr gut. Es tut mir nicht weh, wenn es drinnen ist. Bis auf die Situation in öffentlichen Toiletten, wenn gerade kein Waschbecken in der Nähe ist, was ein bisschen komplizierter ist, finde ich es eigentlich recht toll. Also ich war damit auf Urlaub, ich war damit schon am Meer, ich war damit schon überall. Also nicht mit der, die ist jetzt relativ neu. Und von dem her finde ich das eigentlich echt cool, vor allem, weil ich auch viel weniger Müll produziere. Und ich finde, wenn man mit OBs schwimmen geht, ist das fast noch schlimmer als mit dem, weil das saugt sich dann noch schneller auf und dann laufe ich nachher immer aus. Das ist eklig. Aber ja, eigentlich ist das auch nicht eklig. Keep in mind. Was bei mir auch noch der Fall ist, meine Blutungen sind am Anfang auch stärker bzw. insgesamt länger, weil ich einen Kupferball in mir drinnen habe. Also von dem her, vergleicht mich nicht mit euch. Das solltet ihr sowieso nicht tun. Deshalb habe ich halt auch am Anfang eine recht starke Blutung bzw. auch etwas mehr Blut wahrscheinlich, als ich sonst hätte. Ich würde jedem empfehlen, diese Menstruationstasse zumindest einmal auszuprobieren. Vielleicht ist es was für dich, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall finde ich die gesundheitlichen Aspekte bei der Menstruationstasse sehr von Vorteil und ich habe mich sehr damit anfreunden können. Hin und wieder muss ich aber sagen, beim Rausziehen schmerzt es etwas am Muttermund. Das glaube ich aber auch nur, wenn es zu leer ist. Das heißt, umso voller es ist, umso leichter ist es zu entfernen. Und wenn es zu voll ist, geht es sehr einfach. Deshalb manchmal, wenn ich daran ziehe, zieht das relativ an meinem Muttermund, weil halt so ein Unterdruck entsteht und deshalb bleibt die Taste da, wo sie sein soll. Das muss ich schon auch sagen, manchmal bin ich sehr empfindlich und dann tut das weh. Aber das ist nicht so schlimm und das hängt auch sehr davon ab. Dann weiß ich meistens, dass die Taste noch nicht voll genug ist oder so. Ja, also ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Falls ich was vergessen habe oder falls ihr andere Fragen dazu habt, schreibt es mir unten in die Kommentare, dann kann ich die beantworten bzw. noch ein Video machen. Und ja, that's about it. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Es waren ein paar Informationen für euch dabei, die hilfreich sind. Länge nicht vergessen und bis zum nächsten Video. Tschüss. Diese Kamera wird wahrscheinlich nie wieder mehr angreifen. Und ja, ich weiß, mein Gesicht hat eine andere Farbe wie mein Körper. Das liegt unter anderem an meinem Gesicht, aber andererseits auch an meinem Make-up. Also, tschüss.